Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren gespendeten Mega-Opening. Die heutige Sendung kommt vom lieben Felix und was uns darin erwartet, das erfahren wir jetzt. Ja, der liebe Felix hat mir vor 2 Wochen in etwa per E-Mail geschrieben, dass er mich ein bisschen supporten möchte und ja ein paar Karten über hat, die er mir zusenden möchte. Über den genaueren Inhalt hat er mir natürlich nichts gesagt. Ich kenne ein paar Karten, die ich auch ehrlich gesagt für die Highlights halte. Ich persönlich werde sie jetzt nicht spoilern. Die hat er mir dazugelegt, weil er halt über unseren E-Mail-Kontakt so ein bisschen herausgefunden hat, dass ich die wohl noch suche. Und ist ein richtig netter Typ, richtig korrekt. Er hat auch angekündigt, dass er mich öfter supporten will, wenn er mal was übrig hat oder mir mal ein paar Hüllen zuschicken will, wenn er da mal was hat. Und er ist ein wirklich netter Typ. Und da sage ich vorneweg schon mal vielen, vielen Dank, lieber Felix. Ich bin wirklich gespannt, was hier drin ist. Die Post hat das ein bisschen rabiat gehandelt. Man sieht, hier ist ganz schön viel aufgegangen. Das ist in so ein Backpapier eingewickelt gewesen. Und das ist offensichtlich die Box von Duelist Devastator. Und das finde ich interessant, weil ich persönlich habe mir jetzt keine Box gekauft, leider, weil meine Prioritäten gerade woanders lagen. Ich habe auch keine Karten davon, mal gucken, wie lange es dauert. Und kann jetzt hier mal gucken, jetzt mit dieser Box, wie das mit den Magnethaltern aussieht, ob die auch geeignet sind, um die dort, ich sag mal, adäquat zu verstauen. Jetzt wollen wir das Ding aber mal aufmachen. Herr Julian, viel Spaß beim Opening. In diesem Umschlag ist ein weiterer Umschlag fertig frankiert für die signierten Karten, natürlich inklusive Toploader etc. In der Box sind, wie versprochen, 6-mal Blue Eyes in Ultimate und 3-mal Dusa für die Sammlung. Oh, jetzt hat er euch gespoilert. Ja, genau, es war nämlich 3-mal der Blue Eyes White Dragon oder 6-mal der Blue Eyes White Dragon in Ultimate Rare aus dem Structure Deck und nochmal 3-mal der Dusa Blue Eyes. Jetzt wollen wir aber erstmal gucken, was ist in der Box drin. Und ist die auch noch extra zugemacht? Wie macht man die denn auf? Oh Gott, die ist ja unten zugeklebt. Oder? Ja, die ist zugeklebt. Da brauchen wir natürlich Le Messer, um das Ganze hier zu öffnen. Und ja, Duelist Devastator ist ja eine coole Box gewesen. Die Karten waren ja alle garantiert. Aber es waren ein paar schöne neue Karten dabei und die Handtraps in alternativen Artworks. Ja, ich denke mal, in den meisten Fällen gefallen mir tatsächlich die Originalen besser. Aber es ist trotzdem eine nette Idee. Vor allen Dingen, da wir sehr, sehr, sehr lange Zeit keine alternativen Artworks bekommen haben. Also wirklich so von Sexel über Arc 5 und so, da gab es nie alternative Artworks. Ich glaube, in 5Ds auch nicht. Und bei GX, keine Ahnung, weiß ich auch nicht so wirklich. Ich glaube, das war eher so eine Sache von Duel Monsters damals. Auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich bin gespannt. Ich bin hier wirklich gespannt. Ich bin... Hä? Ja, da hat sich wohl bei mir gerade die Aufnahmetechnik verabschiedet. Gott sei Dank habe ich es noch rechtzeitig gemerkt, direkt nachdem ich das Pack hier ausgepackt habe. Und ja, musste das Ganze jetzt erstmal korrigieren. Ich hatte dann einen Datenfehler auf meiner SD-Karte und das war alles ein bisschen, ich musste dann alles formatieren und die Kamera musste ich auch gleich noch laden. Und ich habe die Zeit genutzt, um gleich mal die Karten zu signieren, die hier zu signieren waren und nehme das Ganze jetzt tatsächlich etwas später auf. Ja, deshalb wollen wir jetzt allerdings keine Zeit verlieren. Wir gucken uns jetzt erstmal die Karten, die hier zu signieren waren, an. Wir haben hier nämlich zum einen den Blue Eyes White Dragon. Den Blue Eyes White Dragon und den Blue Eyes White Dragon, die wir jetzt hier signiert haben. Für alle, die es interessiert, wie diese Signatur übrigens aussieht. Ich bin übrigens kein Freund von Signaturen, möchte ich gleich dazu sagen. Hier gibt es den House of Cards Stempel mit der entsprechenden Unterschrift. Und ja, es sind Gott sei Dank Commons. Es geht auch nur auf Commons, weil die Tinte auf Folos nicht trocknet. Ist einfach so. Also... Dann, ja, kommen wir zu den Highlights. So, das sind die einzigen Karten, von denen ich wusste, dass sie dabei sind. Dass der Blue Eyes White Dragon hier
in Ultimate Rare aus dem Starter oder Structure Deck war das, glaube ich. Ist er dann auch nochmal gereprintet worden, ist auch der Reprint dementsprechend hier jetzt an der Stelle keine Erstauflage. Kam ja dann zusammen mit den Duelist Pack Yugi und Kaiba Boostern jeweils auf den Markt in so einer großen Box. War, glaube ich, auch eine XXL-Karte von dem neuen Dark Magician dabei. War ein cooles Set, eine coole Neuauflage. Und entwertet auch nicht mal die alten Ultimate Rares, also die Karten in den Boostern, nicht der Blue Eyes. Und ja, davon haben wir hier ganze 6 Stück mit am Start. Ja, davon wusste ich auf jeden Fall. Wir machen es auf jeden Fall so, also wir legen heute mal nichts raus. Das sparen wir uns heute, wir gucken uns das heute einfach nur mal durch. Und ja, auf jeden Fall hier die 6 Blue Eyes in Ultimate Rare. Also ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich weiß, dass er in der E-Mail gesagt hat, es seien keine relativ teuren Karten. Dementsprechend gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es hierbei schon um die Highlights der Sammlung handelt. Dementsprechend wird auch wahrscheinlich einer von denen in den Community-Beine wandern. Aber genaueres sehen wir dann natürlich am Ende. Und dann haben wir noch hier ein Playset von dem blauigen weißen Drachen aus Duelist Saga. Ja, Duelist Saga war so ein Set, war an und für sich schon gehypt und beliebt. Und der liebe Realistic Yu-Gi-Oh! Hat, glaube ich, schon 5 Displays davon aufgemacht, hat immer noch eins sich zu Hause, der liebt dieses Set. Ich finde das halt auch ganz cool, nur die Qualität der Karten hat mich ein bisschen gestört. Nicht vom Print, aber die Karten haben sich sehr leicht gebogen, wenn man sie bloß ein bisschen falsch gelagert hat, ein bisschen zu großer Temperaturunterschied war, es ein bisschen zu warm war, dann waren die Karten sofort Chipsletten und ich muss sagen, hier ist wirklich alles top. Und natürlich hier der Blue Eyes war eine der beliebtesten Karten oder zumindest einer der beliebtesten Reprints aus dem Set und die Leute wollten den fast gar nicht weggeben, wenn sie ihn denn mal hatten. Ja, jetzt haben wir hier noch mal 3 Stück davon bekommen. Vielen Dank an der Stelle. So, dann haben wir jetzt hier einige coole Packs, die wir uns auch gleich mal angucken wollen. Schauen wir mal, was hier drin ist. Noble Knight, Pelinor, das sind Karten aus dem Megapack, glaube ich, sind die alle aus dem, ja, die sind alle aus dem Megapack. Nice, hier Folgo, Justice for Hire, ein sehr, sehr schönes Artwork, auch in Ultimate Rare aus Japan, sehr cool, allerdings hier als Rare auch wirklich extrem gut getroffen. Also als Rare, finde ich, sieht man tatsächlich das Artwork noch ein bisschen deutlicher als bei der Super Rare. Dann Celestial Observatory. Oh Gott, Sacred Noble Knight of the King Castinen. Oh ja, dann haben wir hier World Legacy Survivor. Und, ah ja, hier Noble Knight Castinen. Ich würde aber sagen, wir gehen die Karten ein bisschen flotter durch, weil wir haben wirklich eine Menge. Wirklich eine verdammt große Menge. Und dementsprechend wollen wir natürlich nicht, dass das hier wieder ein 10-Stunden-Video wird. Also, dann gehen wir das mal durch. Ich gehe das hier ganz normal durch. Bei den Commons werden wir das Ganze wahrscheinlich mit einer Art Zeitraffer regeln. Sind übrigens auch extrem coole Karten, die war früher eine Ultra Rare. Damit wir hier nicht allzu lange brauchen, denn das Video wird so oder so lange brauchen. Dementsprechend, oder eine lange Laufzeit haben. Dementsprechend müssen wir uns ja nicht noch künstlich mit Commons und Rares aufhalten. Oh, Hoja, oh Gott. Hoja oder Hoja Oscura, ich weiß nicht, was das für eine Sprache ist, könnte Spanisch oder Italienisch sein. Dunkelklinge, ja, Niemand, cool. Aus dem Starterdeck oder Structure-Deck, glaube ich, damals gewesen. So, dann schauen wir doch direkt mal weiter. Hier auch cool, FA Glänzender Stern GT, haben auch einen Secret Rare gezogen, aus einem japanischen Booster. Ja, das ist die Link-Version eines Vanilla-Monsters, das wir haben. Oder das wir damals hatten. Ich wusste doch, dass mir die Karte irgendwo bekannt vorkommt. Jetzt letztens habe ich herausgefunden, warum sie das tut. Und habe die Karte, die alte Karte, die ursprüngliche Vanilla, mal wieder in der Hand gehabt. Ja, und dann haben wir hier natürlich die Mantra-Wichtel. Das sind sowieso coole Karten. Und ja, dann haben wir die FA. Und nochmal einen Raumisolator. Ich glaube sogar, ja, aus seinem Originalset. Flames of Destruction hat ja ein Upgrade bekommen auf Rare. So, dann schauen wir, was wir hier drin haben. Ja, hier ist zugemacht. Tütchen drin. Und dann haben wir hier Hochgeschwindigkeits-Roid Gummibandschütze. Das war ein OCG-Import. Der kam ja ursprünglich im Link-Rains-Pack raus. Hat dann einen Import bei uns bekommen als Common in einem Hauptset. In welchem weiß ich jetzt allerdings nicht mehr. Und hier jetzt ein Upgrade auf Secret Rare in BLHR. Finde ich mega nice. Oh, dann haben wir gleich noch einen. Sehr, sehr cool.
Dann haben wir, oh, schauen wir mal, Gefahr Hundemann, 1, 2, 3, dann den neunschwänzigen Fuchs aus Dual Power, auch mega cool. Dann haben wir Reprodokus, das ist eine coole Karte, eine Super Rare aus dem OTS Tournament Pack 9. Ja, davon hatte ich noch gar keine. Das heißt, die ist jetzt tatsächlich erstmalig in meiner Sammlung. Sehr, sehr schön. Ich finde, das Artwork ist auch mega klasse. Und dann haben wir den Kristalldrache. Ja, ein Gold Secret natürlich. Oh, unglaublich überladen in der Rarität. Mal hier als Playset tatsächlich. Dann haben wir Blumenkartian Paulovi mit Phönix. Diese Namen haben wir 1, 2. Und dann geht's weiter mit Blumenkartian Kiefer mit Kranich. Blumenkardian, oh Gott, Zebragras mit Mond. Und dann haben wir hier Delta Magnetkrieger, mega cool, aus Raging Tempest. Und oh cool, guckt euch das mal an, Leute. Wir haben hier einen nordischen Elf Mara, bedauerlicherweise ein bisschen angeditscht. Aber gut, Extreme Victory war eigentlich eine Zeit, wo die Prints ganz okay waren. Aber irgendwie sieht der Print hier gerade gar nicht mal so hochwertig aus. Vielleicht irgendwie ein Fehler in der Produktion, keine Ahnung. Vielleicht auch beim Ausstanzen kaputt gegangen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall relativ schade. Oh, dann haben wir noch einen nordischen Elfenmara, der schon wesentlich... Oh, noch einen nordischen Was? Viermal nordischer Elfenmara, wie geil ist denn das bitte? Das ist tatsächlich mein Lieblingsnordischer Elf. Den gab es auch in Ultimate Rare, da sah er auch unglaublich cool aus. Alter Schwede... Nice! Nordische Elfen, Mara, 4 Stück, mega cool. Dann haben wir Blumen sammeln, 1, 2, 3 mal. Dann haben wir utopische Onomatopoesie. Eine coole Karte, finde ich vom Artwork her auch sehr schön. Und ich finde den Hintergrund, den Background, finde ich sogar ein bisschen oldschool. Warum tue ich das? Ganz einfach, weil dieser Kreis damals, der erinnert mich so ein bisschen an BLS, an... den Chaos-Imperator-Drachen und so, finde ich einfach mega cool. Also diesen Background im Allgemeinen, wo so ein Kreis zu sehen ist, in der Mitte schön zentral das Monster, finde ich immer cool. Fand ich schon immer cool, diese Art von Hintergrund. Und ich finde, das unterstützt das Monster immer relativ cool in der Optik. Und dann haben wir Verschwundener Pfad, eine Karte, die ich noch gar nicht kannte. Scheint wohl aus einem der Structure-Decks zu kommen. Sieht aber mega schön aus. Dann haben wir, oh, nochmal Verschwundener Pfad. Und nochmal Verschwundener Pfad als Playset. Ah, und dann haben wir hier noch einmal... Zu guter Letzt utopische Onomatopoesie. Ja, cool. Dann gucken wir mal, was das nächste Pack bietet. Das scheint jetzt ein OCG-Pack zu sein. Ja, nice. Da haben wir den niederträchtigen Paradoxdrachen. Und zwar ein Super Parallel Rare aus der 20th Anniversary Collection damals. Sehr, sehr cool. Ist eine Booster-Holo gewesen. Richtig nice. Dann haben wir hier den, irgendein Wyvern war das, Kristall-Wyvern. Irgendwie so hat Kaiba gespielt in Darksides of Dimension. Auch als Super Parallel Rare. Mega nice. Okay, dann haben wir hier eine Normal Parallel Rare. Die gehen wir jetzt mal so durch. Ein Gagagamagia, auch nice. Dem Himmel High Five geben, okay, Fact Failer. Das ist natürlich cool, wenn mal so kleinere OCG-Sachen dabei sind, dann muss ich mir den ganzen Krempel nämlich einmal weniger dazu kaufen. Sehr, sehr schön. Ich glaube, das sind jetzt normale, nee, das sind immer noch normal Parallel Rares. Ah, das sind jetzt normale Commons, okay. Mega cool. Oh, sogar zwei alte, sehr schön. Sehr schön. Oh Gott, wie hieß die nochmal? Künstlerkumpel Tromgatze, Gongatze? Gongatze hieß sie, glaube ich, ja. Ja, die Künstlerkumpel, die einen lieben sie, die anderen eben nicht. So, jetzt schauen wir uns an, wo befinden sich denn hier, was ist denn hier drin? Hier. Ach, das ist so eine Art Kartentrenner. Ich schätze dann mal, dass das hier die Holos sein werden. Ha, ja, natürlich, mega cool. So, dann schauen wir uns mal an, was wir denn hier bekommen haben. Ich gehe das in einer, ich sag mal, mittelmäßigen Geschwindigkeit durch, weil ihr seht, wir haben hier eine ganze Menge Leute. Und wenn ich irgendwas zu sagen habe, dann bleibe ich natürlich bei der Karte stehen und da fangen wir natürlich gleich an, nicht wahr? Ja, genau so sieht's aus, wenn man den Cyberfinsternis einschlägt. Ich find's cool, dass Cyberfinsternis mal wieder ein bisschen Support bekommen hat. Hier in Shadows over Valhalla muss das gewesen sein, eine schöne Zauberkarte, dessen Background so ein bisschen an die Überlastfusion hieß sie, glaube ich, oder Superpolymerisation, irgendeine von denen erinnert. Sehr cool, finde das Artwork, passt auch zur Zeit, war ja GX.
Und ich muss sagen, das Artwork ist natürlich super getroffen. Ist eine schöne Zauberkarte. Und an schönen Zaubernfallenkarten, da mangelt es ja aktuell immer noch ein bisschen. Auch wenn es schon ein wenig besser geworden ist. So, dann gucken wir mal weiter. Ah, nice. Ruf der Würfel. Eieiei, da haben wir ganz schön viel. Da haben wir ein paar Gold Secrets. Mega nice. Ah, Feinstellerin Rafflesia aus dem Megapack 2016. Ja, da hat das ganze Thema mal ein bisschen XC-Support bekommen damals, mega cool. Betäubende Magierin ist auch eine Karte, die ich sehr, sehr schön finde, vom Artwork her auf jeden Fall. Nummer ist 39, Utopia Prime, das ist so eine Karte, von der ich immer rede, wenn es zum Beispiel um das Thema Artworks geht, wo ich immer sage, Konami presst immer das ganze Monster aufs Artwork, was das Monster im Verhältnis zum Hintergrund zu klein werden lässt und dementsprechend geht das Monster dann im Verhältnis zum Hintergrund unter, vor allen Dingen, wenn der Hintergrund, wie hier zum Beispiel, farblich dem Monster zu ähnlich ist. Ich finde das Monster an sich ist cool, aber das Artwork ist einfach richtig, richtig schlecht geworden. Und warum? Weil sie mal wieder das ganze Ding draufquetschen mussten. Die hätten diese Kackflügel einfach weglassen sollen und hätten einfach nur bis zur Taille das Monster vielleicht von der Seite oder so zeigen sollen. Wäre ikonisch gewesen. Wäre super gewesen. Jeder hätte sich gefreut. Aber okay. Dann halt nicht. Hoppla. So, dann haben wir eine sehr, sehr coole Karte. Wandernder König Wildwind. Ist so ein bisschen der Pantherkrieger neu aufgemacht, wenn man so möchte. Finde ich übrigens cool. Auch, wie bereits gesagt, die Karte ist aus Zulesaga und sie bandet sich halt wirklich kaum. Das heißt, sie wurde gut gelagert. Haben wir ein bisschen Kubisch-Stuff aus dem Gold-Pack. Ich finde übrigens, dass die Gold-Varianten dieser ganzen Movie-Pack-Karten wesentlich seltener sind als die Ultra-Rare-Varianten. Vermutlich einfach, weil das Gold-Set wesentlich weniger gekauft wurde. Zumal es erstens nur eine neue Karte gab und das war Duza, das kubische Meteorgefäß. Das war die einzige Karte, die überhaupt neu in diesem Set war. Ansonsten waren das die komplett selben Karten wie der Ultra-Rare-Version. Und dazu kommt natürlich, dass Ultra-Rare eine wesentlich beliebtere Rarität ist als Gold-Rare. Gold-Rare mögen die wenigsten. Hätten die das in dem alten Gold Rare geprintet, wäre der Absatz vielleicht etwas größer gewesen, aber ich habe tatsächlich ganz wenige Openings von der Gold Edition gesehen auf Deutsch und die wurde auch meines Wissens nach wesentlich weniger gekauft als die Ultra Rare Variante. Und da haben wir sie auch gleich in Ultra Rare entsprechend, die Karten auch. Ah ja, da haben wir jetzt das Ganze hier, das kubische Fusions-Boss-Monster. Ach ja, die kubischen. Ich weiß nicht, am Anfang konnte ich mich gar nicht mit denen anfreunden. Mittlerweile geht's. Es gibt ein paar, die ich cool finde. Zum Beispiel den Samen oder auch den hier. Das ist meine zweitliebste kubische Karte in Doria Doom. Finde ich, sieht mega nice aus. Crimson Nova finde ich jetzt nicht so prickelnd, muss ich ehrlich gesagt sagen. Hier haben wir jetzt natürlich den kubischen Samen. Das ist meine Lieblingskubische Karte. Finde ich einfach mega cool, so vom Design her natürlich in Ultra Rare, versteht sich. Oh, was haben wir denn hier? Galaxie Augen Seifer Klingendrache aus der Extreme Force Special Edition. Mega nice. Oh, wie viele Kopien sind da drin? Wartet mal, Leute, die will ich mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück, Leute. Nice. 7 Stück. Dann haben wir auch eine sehr coole Xyz-Karte, die ja so ein bisschen das Motten-Thema unterstützen sollte. Ein grottenschlechtes Thema übrigens. Aber coole Karten. Nummer 28, Titanische Motte. Sehr schönes Artwork. Wirklich unglaublich schön. Eine tolle Insektenkarte. Dann haben wir Mekrita Avram. Ich finde es ja cool, dass die Vanillas mal wieder ein Holoprint bekommen haben. Ich finde, Vanillas gibt es einfach viel zu wenig, natürlich aufgrund ihrer spielerischen Irrelevanz, aber man sollte natürlich auch so ein bisschen an den Fansupport denken, der sich auf Leute bezieht, die eben nicht spielen, sondern eben auf die Sammler, was ich übrigens relativ lustig finde. Wusstet ihr, dass die Star Packs für Sammler gemacht worden sind? Ja, die Star Packs, da hat Konami gedacht, das wäre doch eine ganz tolle Idee, die für Sammler zu konzipieren. Für Star Packs interessiert sich aber kein Schwein. Ist einfach so. Und ja, auf jeden Fall Mekrita Avram. Eine sehr coole Karte. Allerdings finde ich wirklich den Text unten grauenvoll. Sieh dir das mal an. Ja, das können wir unten hinschreiben. Oh, Vollmond. Also sorry. Aber gut. Auch den haben wir hier einige Male. Frostosaurus, der ist jetzt irgendwie kommen. Nochmal Wildwind. Und zweimal Psychroid Paar. Boah, aus welchem Set kam denn der nochmal? Der war, glaube ich, aus Dragons of Legends, wenn mich nicht alles täuscht, aus dem ersten, das rausgekommen ist. So. Dann holen wir uns doch glatt den nächsten Stapel raus. Harpien Federsturm. Ich glaube, damals in Dusa ihren ersten Print gehabt und hat tatsächlich in LED5 einen Reprint in Super Rare bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Dann haben wir, oh Gott, Abtauchen der Finsterlords ein paar Mal. Synchro-Ruf. Ah, Kraftwand, auch eine sauschöne Karte von der Optik her.
mal ein bisschen durch. Dann haben wir hier Gehirnwäsche aufheben. Das ist eine relativ alte Karte. Ich glaube, die gab es damals nur als Kamen. Wurde dann hier ein Gold Rare rausgebracht. Auch mega nice. Das ist auch eine Sache, die ich an Dusa sehr cool fand, dass diese Fische mal ein bisschen Support bekommen haben und wirklich coole Monster dabei rumgekommen sind, was das Artwork angeht. Zum Beispiel der stille Angler, der basiert ja auf einem Fisch, den es tatsächlich gibt in der Tiefsee. Mega nice. Tiefsee-Hai, wo wir gerade von der Tiefsee sprachen. Ja gut, Wachpinguin, so ein bisschen Pinguin-Support, sollte so ein bisschen an den Pinguinsoldaten angelehnt sein. Ich weiß nicht. Also ich finde sie nicht hässlich, aber ich finde, das hätte man besser umsetzen können. Da finde ich den Nine-Pinguin zum Beispiel besser. So, wir haben auch einige von. Dann haben wir Dark Horizon, also Dunkler Horizont. Eine der schönsten Fallenkarten aus dem Movie Pack überhaupt. Allerdings kommt das Artwork in Gold Rare nicht ganz so zur Geltung, wie es eben in Ultra Rare ist. Also in Ultra Rare finde ich diese Karte extrem schön. Dann haben wir den Säbelhai, auch eine sehr coole Karte. Doppelflossenhai. Was haben wir hier? Nummer 94, Kristall 0. Vollgepanzerter Kristall 0 Lanzenträger müsste das sein. Man kann es durch die Kamera ganz schlecht lesen. Dann haben wir wieder Kristall 0. Dann, oh Gott, wie hieß die Karte nochmal? Vollgepanzerter Schwarzstrahl Lanzenträger. Richtig. Hätte mich fast verlesen. Okay, oh ja, Kampfwespen. Kampfwespen sind cool, das ist tatsächlich einer meiner Lieblingskampfwespen. Finde ich mega nice vom Artwork her. Es gibt allerdings auch ein paar, die mir nicht gefallen. Zwei Stück, um genau zu sein. Vielleicht sehen wir sie hier ja noch. Möglicherweise, theoretisch, wo seid ihr? Komm, bitte seid dabei, wenn ich schon davon rede. Ach ja, Kampfwespennest. Ich finde, dass einige dieser Synchromonster aussehen wie TG-Monsterkarten. Die hier zum Beispiel, Kampfwespe Hammer, der Eroberungsbogen, finde ich, sieht ein bisschen aus wie so ein TG-Monster. Naja, okay, war wohl doch nicht dabei. Dann haben wir Guki Düsenoger, Guki Käfigkampf, auch cool. Oh, sehr, sehr schön. Samurai der Eisbarriere aus Hidden Arsenal 3, finde ich mega cool. Tatsächlich auch in einem relativ guten Zustand, denn diese Karten aus Hidden Arsenal, die findet man zwar ab und zu in Sammlungen, allerdings nicht in einer hohen Quantität und meistens relativ durchgedödert. Ist einfach so. Dann haben wir ja die Cyberlove. Okay, was haben wir noch so? Glühender Rotdrachen, Erzünder Wälder Band, der kommt aus Dupo. Kreuzritter von den Demion. Shura, der Kampfstern. Ja, das ist so eine Karte, die finde ich halt einfach mega nice. Aber ich weiß irgendwie gar nicht, ich kann dem irgendwie kein Thema zuordnen. Ich keine Ahnung warum. Ja, und steht zwar, dass man als Fusionsmaterial Idatin braucht, aber irgendwie keine Ahnung, da klingelt nichts bei mir gerade. Dann haben wir Marshmacron. Ist an Marshmallow angelehnt und ich finde es eine gute Weiterführung dieser Karte, sage ich mal, eine gute Abwandlung dieser Karte. Gefällt mir sehr gut, vor allen Dingen in Gold Rare sieht die gut aus. Fast noch besser als in Ultra Rare. Und, what? Guckt euch das mal an, Leute. Tristan, Ritter der Unterwelt. Da sieht man den Secret Rare Effekt kaum, das sieht aus wie eine normale Gold Rare, obwohl es eine Gold Secret ist. Ich finde, das Artwork ist Bombe. Das ist künstlerische Perfektion. Aber warum in Gold Secret, Leute? Warum? Diese Karte sieht in Gold Secret so schlecht aus. Diese Rarität macht das Artwork so hinüber. Das gilt für einige Karten aus diesem PGL 2 und vor allen Dingen aus PGLD. Aber na gut, was will man machen? Wir machen natürlich weiter. So, und dann gucken wir Geboren aus Draconis. Erinnert mich so ein bisschen an Game of Thrones mit Dracarys. Oh, da sind auch wieder viele Kopien dabei. Feenwind war, glaube ich, auch mal eine Weile lang eine ganz gute Karte. Spiral Ausrüstung. Oh Gott, Mehrzweckdraht. Wo kam die denn her? Ah, aus Raging Tempest, eine super Rare. Ah, dann haben wir hier wieder ein bisschen Moviepack-Stuff, auch cool. Kontakt wandeln, Amulett, das ist immer wieder Dusa-Stuff. Also mit Dusa-Stuff werde ich ja zurzeit richtig überkübelt. Finde ich cool, muss mir das Set nicht kaufen. Ich habe da, glaube ich, mal ein oder zwei solche Dinge aufgemacht. Und ja, ich meine, die sind zwar schön zum Öffnen, ist nichts Großartiges mehr drin. Ich glaube, das Einzige, was da wirklich noch was wert ist aus dem Set, ist dieser Neos mit den Flügeln, wenn mich nicht alles täuscht. Und vielleicht der Blue Eyes 1 oder 2 Euro, weiß ich nicht. Sehr, sehr coole Karte hier, Finsterlord Verzauberung. Eine der schönsten Feindkarten, die so in den letzten Jahren rausgekommen sind. Ursprünglich in Secret Rare, das ist ja der Reprint hier. Aus BLR. Ich kann kein Deutsch, was ist denn heute los? Also aus BLR haben wir es jetzt dann. Super, also geht's weiter.
Dann eine Link-Mail Erzhinterwäldler. Au ja, damals ein paar Super Rares aus den Hauptsets. BES Sprenger Kanonenkern. Das ist so eine Karte, die habe ich damals, als ich das Paket für Rising Rampage von Creepfan bekommen habe, da war die tatsächlich gar nicht so oft dabei. Da hat das aus dem ganzen Case, glaube ich, nur 6 oder 7 Mal gezogen. Das heißt, ich musste mir die noch ein paar Mal ranholen. Und jo, jetzt ist sie hier noch ein paar Mal dabei. Sehr schön. Dann haben wir Simorgh, Herr des Sturms. Das mussten sie natürlich auch wieder ein Thema machen. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Zauberkarte. Hier Klagelied der verschwundenen Drachen. Finde ich mega cool. Den Namen und auch das Artwork. Oh, Christron sieht man auch gar nicht mehr so häufig in letzter Zeit. Das ist auch cool. Der Doppelbeid-Drache finde ich cool vom Artwork her auf jeden Fall. Ja, dann haben wir diese Schraubendreher-Kollegen hier. Die finde ich ein bisschen komisch vom Artwork. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Knackdrache tatsächlich. Oh, aus dem Reprint-Set, aus dem Megapack 2018. Auch eine coole Karte. Mochte ich am Anfang gar nicht, aber ich finde irgendwie, dass das zumindest für diese ganzen Leute, die jetzt mit Reigns aufwachsen, irgendwann mal vielleicht ein Klassiker sein könnte. Wer weiß. Allerdings ein recht wertloser, da die Karten ja richtig gespammt wurden. Also das finde ich halt traurig. So, oh, guckt euch das mal an. Nice, aus Dupo, Künstlerkumpel, Lächelzauberer. Ja, ich finde es halt dahingehend traurig, dass Super Rares aus Hauptsets wahrscheinlich nie mehr irgendetwas wert sein werden. Zumindest solange sie einen garantierten Print bekommen. Hier sehr cool unter Terror Behemoth Dragosarium. Eine mega coole Karte, ich glaube, aus Raging Tempest müsste das gewesen sein. Und ja, ich weiß nicht, ich finde das einfach unglaublich schade, dass das so ist. Die Karten werden einfach unglaublich entwertet. Früher war es was Besonderes, wenn du eine Super Rare gezogen hast. War cool, konnte man zumindest mitnehmen. Heute erntet man halt nur Schulterzucken. Da geht es dann nur darum, welche dieser Super Rares geht halt 1 Euro. So. Früher konnte eine Super Rare auch mal ein bisschen mehr gehen. Aber was soll's. Ja, cool. Oh ja, mega nice. Schaut euch mal an. Die Elementarhelden. Die neuen Elementarhelden, die in letzter Zeit rauskommen. Mega nice. Ich liebe sie. Sie sehen endlich mal wieder aus wie Elementarhelden. Also damals, dieses ganze Premium-Pack Elementarhelden-Gedöns hier. Terra Firma und Heat und wie sie alle hießen. Furchtbar. Die sehen für mich nicht aus wie Elementarhelden. Und der Gipfel des Eisberges, das war dann Elementarheld Knospe. Also als ich den das erste Mal gesehen habe, ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Das war auch kein Elementarheld. Das sind Elementarhelden. Aufwendig designte und doch einzigartige und durch einen absolut oder mit einem absolut einzigartigen Wiedererkennungswert ausgestattete Monster. Das sind Elementarhelden und so sehen die hier auch wieder aus. Mega cool. Vor allem der hier in Ultimate aus Japan bei uns ist natürlich eine Super Rare geworden. Wer hätte das gedacht? Ja, mega cool. So, dann schauen wir mal wieder weiter. Was haben wir hier noch? So. Oh ja, doch, wir haben sie. Das ist hier Kampfwespe Pin, der Volltreffer. Das ist zum Beispiel eine von den Kampfwespen, die ich gar nicht schön finde. Aber was soll's. Visionshelden, die neuen, sind übrigens auch mega cool. Kampfwespen, Tigiborfisch, okay. Alles sind durcheinander. Ach, da sind wieder coole Karten dabei. Oh, Superleiter Tyranno, einfach mal ganz random. Auf dem Zustand her gar nicht mehr so cool. Den nehmen wir mal zur Seite ganz kurz. So, schauen wir mal weiter. Also hier haben wir wieder sehr viel Loser-Stuff. Oh, das ist auch ein ganz, ganz tolles Artwork. Heißer Himmelssturm mit Elementarheld, Flammflügelmann auf der Spitze des Wolkenkratzers, im Hintergrund der Mond. Also das ist wirklich wieder so ein Designer, sage ich einfach nur, super, echt nice. Genauso wie das hier, Vermächtnis eines Helden, finde ich auch mega cool, die Karte. Es gibt halt, also ich sag mal so, die schönsten Zauber- und Fallenkarten, die heutzutage rauskommen, sind Zauber- und Fallenkarten, die so an ältere Themen angelehnt sind. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel die Finsterlord-Karte, die wir eben gesehen haben. Aber in den meisten Fällen, naja, ist es einfach zu overdesigned geworden. Die finde ich übrigens auch ganz cool, hier Dimensionsreflektor. Also diese Moviepack-Zauber- und Fallenkarten sehen natürlich auch schön aus. Sie sind natürlich auch halbwegs oldschool designed, weil es eben auch mit dem Thema zu tun hat, weil dieser Film natürlich auch in dieser Zeit spielt, sage ich mal. Das ist auch cool, dass so eine kleine Kartenreihe, Dimensionsdruckbild, dann gibt es ja noch den Dimensionswächter und noch irgendwas. Also es gibt 3 Stück von denen, das ist so eine kleine Fallenkartenreihe, finde ich auch ganz niedlich. Und ja, da haben wir auf jeden Fall wieder einige Moviepack-Karten. Das ist natürlich auch eine recht ikonische Karte für den Film. Der Kristallavatar ist die Karte, mit der Kaiba Yugi im letzten Duell gerettet hat. Auch eine mega coole Sache eigentlich. Und ja, das sind halt Karten, die vom Design her eigentlich recht oldschool wirken aus Moviepack, halt in einem neuen Finish, sage ich mal. Ja. Hier haben wir jetzt eine Secret Qual des Entkommens aus dem Megapack 2016. Das war so eine Secret Rare aus... Bläh. Na, ich
weiß es nicht mehr, Return of the Duelist vielleicht, die wollte man jetzt nicht unbedingt sehen. Ah ja, genau, Dimensionswings war die dritte im Bunde. Mega cool. Ja, und viele Karten werden auch nicht als oldschool oder nostalgisch empfunden aufgrund ihres Finishes, weil die nicht mehr dieses alte Finish haben. Die Karten haben sich qualitativ tatsächlich verbessert, Leute, nicht verschlechtert, verbessert. Aber dadurch ist halt eben ein anderes und ich sag mal ein sterileres Finish entstanden und das mögen viele nicht. Ich persönlich mag das alte auch wesentlich lieber, aber man muss einfach objektiv sagen, dass die Karten von der Pappe und vom ganzen Druck her einfach aufwendiger und besser geworden sind. Das ist übrigens eine Karte, rote Übermacht, die ich auch in Gold Secrets sehr, sehr schön finde. Also das ist eine unglaublich tolle Karte, die gefällt mir sehr, sehr gut. Die möchte ich übrigens an der Stelle auch mal rauslegen, mir zur Seite legen, weil die werde ich wahrscheinlich in naher Zukunft auch in meine One-Touch-Magnethalter packen, ja. So, dann gucken wir mal weiter, was wir dann noch so alles haben. Ah, Ruinen der himmlischen Drachenherren, gleich zweimal. Die war, glaube ich, sogar ein bisschen was wert damals aus SR02. Wie es jetzt aussieht, weiß ich gerade gar nicht, aber die will ich auch mal beiseite legen. Weil ich weiß gar nicht, vielleicht kommt auch eine dieser Karten hier dann in den Community-Binder, wobei da jetzt eigentlich nichts gegen den Brewers ist. Aber ich will einfach mal nachgucken, was die so gehen. Ich habe die irgendwie ein paar Euro in Erinnerung. Und ja, oh, Cyber-Dinosaurier. Aus der Tinbox als Promo. Auch mega cool. Jetzt müssen wir uns ja ranhalten hier. Wir sind schon wieder bei fast einer halben Stunde. Ja, dann gucken wir doch mal. So, machen wir mal den einen Stapel hier zur Seite, damit das nicht zu wuchtig wird. Dann haben wir aus Dark Illusion sogar eine Booster-Holo. Sehr groß. Und dann geht es gleich weiter. Künstlerkumpel Dolph Dolchmann. Gleich zweimal aus Raging Tempest als Ultra Rare. Das ist natürlich mega cool. Sowas freut mich. Super Ancient Dino Beast. Unlimitiert aus LODT. Auch mega cool. Ha, genauso wie die hier. Standhafte Verbindung aus Shining Victories als Ultra Rare. Mega nice. Stellt euch mal vor, es gab ja von Shining Victories diese Fehlproduktionen, wo in jedem Booster eine Ultra drin wäre. Oder war. Stellt euch mal vor, das gäbe es in den aktuellen Hauptsets wie Rising Rampage oder Chaos Impact. Nur nicht mit Ultras, sondern mit diesen Prismatic Secret Rares. Stellt euch mal vor, hätte so ein Display. das würde ich Plus nennen. So, was haben wir hier? Zwillings-Dreieck-Drache? War das nicht eine Rare? Oh, die kommt aus dem Motest Tournament Pack 8 als Super Rare. Auch sehr, sehr cool. Oh, auch Dornenfallgrubin Super Rare. Mega nice. Reich der Gefahr. Auch eine Booster Holo. Haben wir ja eben als Rare auch gesehen aus Cybernetic Horizon. Mega nice. Kleine Info. Für das neue Format End of an Era, da habe ich einen Beitrag in der Community-Funktion geschalten, dass das Ganze erklärt, falls ihr jetzt nicht wisst, wovon ich rede, habe ich mir schon das erste Display Code of the Duelist besorgt. Allerdings muss ich mir was überlegen. Ich muss mir mehr Displays als eins im Monat besorgen, weil sonst wird die erste Folge erst in einem Jahr kommen und das wäre schon relativ lange nach dem Ende der aktuellen Ära. Da muss ich noch gucken, wie ich das Ganze realisiere. Ich hoffe, dass ich diese ganzen Displays, die ich dafür brauche, noch ein bisschen schneller herkriege. Aber da wird man dann sehen. Da muss ich halt ein bisschen meine Prioritäten ändern. Weniger Einzelkarten kaufen, mehr eben dann da ansetzen. Okay, dann haben wir wieder einen Visionshelden, mega cool. Ein bisschen von dem Märchen-Stuff. Ja, das ist jetzt hier wieder ein bisschen Random-Kram. Den finde ich zum Beispiel sehr schön. Die edlen Ritter haben allgemein eine sehr, sehr coole, also ein sehr cooles Design. Und seht ihr diesen Schatten da im Hintergrund? Ich weiß nicht, irgendwoher kenne ich den. Irgendwoher, aber mir fällt es gerade nicht ein. Mir fällt es einfach nicht ein. Ja. Grand Mole, auch cool. Dark Panther natürlich auch. Hier bei dem Zombie des Gleichklangs bin ich auch froh, dass da mal ein bisschen Holo-mäßiges reingekommen ist. Den gab es ja vorher, glaube ich, nur als Common, wenn mich nicht alles täuscht. Dem Himmel High Five geben, ja, das war damals in World Superstars. Haben sie auch nochmal probiert mit dem Prismatic Secret Rare, so wie wir es jetzt auch in den Tinboxen bekommen haben. Allerdings sind die Tinboxen wesentlich besser. Gelber Ninja oder Gelber Drachen Ninja finde ich auch cool vom Design her. Einer meiner Lieblings-Secrets aus Shadows of Valhalla. Gibt es aber noch ein paar, die ich besser finde. Schauen wir mal weiter. Ja, das sind so Pendelmonster, die fand ich jetzt nicht so prickelnd. Da gibt es ja ein paar, die sehen eben auch noch relativ ähnlich. Und ja, Gimmick-Marionetten liebe ich ja ohne Ende. Was haben wir denn hier? Aus Dark Neostorm. Gefahr, Spannung, Geheimnisse. Sogar zweimal als Ultra-Rare. Mega nice. Pentest-Käfer. Moin. Cool. Ich liebe ja diese Structure-Deck-Holos. Ich liebe sie ohne Ende. Und das ist eine davon. Mega cool. Dann haben wir sogar noch eine Holo aus dem Millennium Pack Rebellion. Sehr cool. Und dann geht's gleich weiter mit dem ultimativen Tyranno aus dem Originalset in erster Auflage. Coole Sache. Nice. Dann haben wir nochmal einen Pentest-Käfer. Oh, nochmal Gefahr, Spannung, Geheimnisse. Ja, mega nice. Arctic Kaiju.
Finde ich übrigens cool, Akte Kaiju, diese Karte, die kam, oder? Vergesst, was ich gesagt habe. Das ist jetzt nicht die Karte, die ich meinte. Egal, vergesst es. Vergesst es. Okay, dann haben wir hier nebenbei natürlich noch den anderen Stapel. Die Karte. Nee. Ganz schnell weg damit. Oh ja, da haben wir es ja. Duzza, das kubische Meteorgefäß. Ja, das war die einzige Karte, die tatsächlich neu rauskam, als dann die Gold Edition kam. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt mit dem anstehenden Secret Rare Reprint Movie Packs ist. Ob es da wieder eine neue Karte gibt oder ob dann gar keine mehr drin ist, die neu ist und wieder das alte aufgelegt wird. Aber ja, Duzza ist tatsächlich auch eine kubische Karte, die ich ganz cool finde. Dann haben wir wieder die Kristalldrachen, ein paar Mal. Ja, Duellantenallianz. Eine Karte, die damals aus Maximum Crisis in Secret Rare fast unbezahlbar war, wurde dann zu Tode geprintet. Ah, Oberster König Tor Unendlichkeit. Ja, das ist natürlich eine Anime-Karte. Ah, wahrer König aller Katastrophen. Auch eine coole Karte. Also es sind schon sehr, sehr coole Karten. Dabei ist natürlich jetzt hauptsächlich Bulk. Also ich schätze mal, das meiste davon wird werttechnisch irgendwo im Cent-Bereich liegen. Aber das sind Dinge, die helfen mir halt einfach unglaublich weiter. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich mir dann die Masse nicht mehr ankaufen muss. Ja, ich meine, ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, ich müsste mir sonst Bulk-Sammlungen kaufen, in der Hoffnung, dass diese Karten dann drin sind. Und durch meine lieben Spender ist es tatsächlich so, dass ich diese Karten einfach habe. Das ist mega nice. Hier haben wir übrigens auch die versammelte Nachtigall oder wie Creep-Fan gerne sagen würde, die vergammelte Nachtigall. Ich persönlich finde die Artworks halt mega cool von den Nachtigallen. Gefällt mir. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das dürften jetzt auch die letzten... Ja, das sind die letzten Holos, die letzten zwei Stapel Holos, die wir hier haben. Schauen wir mal, was wir hier noch rausbekommen. Oh, nochmal Duzza, mega cool. Menschschreckenkern natürlich auch eine sehr, sehr schöne Karte. Gefällt mir auch sehr gut. Macht der Wächter. Das ist mal wieder so ein absoluter Ausnahmefall. Also ich habe ja eben gesagt, dass die meisten Zauber- und Fallenkarten der heutigen Zeit, die nicht an Oldschool-Themen angelehnt sind, tatsächlich nicht so gut aussehen. Hier ist das so ein Hybrid, das ist im Prinzip eine komplett neue Karte. Es sind halt Sachen, die wir aus der alten Zeit kennen, drauf abgebildet. Nämlich diese Wachen der Wächter, die auch damals vor allen Dingen in Dark Crisis rauskamen. Und das ist eines der schönsten Artworks, das im ganzen Extreme Force Set überhaupt rauskam. Also ich muss sagen, wow, diese Super Rare habe ich gehortet. Ich habe sie stapelweise da und ich gebe nicht eine weg. Ich finde diese Karte so cool. Bei der Karte werde ich echt zum Messi. Oh, wir haben sie gleich viermal drin. Mega cool. Ja, das ist wieder so ein Negativbeispiel, weil ich mal sage, Konami hat es gern blaulastig. Viele Artworks sind einfach nur blau. Blau in blau in blau in blau mit leichten Weißtönen und das ist einfach unabwechslungsreich und uneinprägsam und finde ich kacke. Ich finde diese Karte jetzt nicht pottenhässlich, aber ich finde sie ist einfach nichts Besonderes. Vom Artwork her. Okay, dann ja, Niederschlag. Ach Gott, mythisches Ungeheuer Medusa. Auch cool und oh! Schau dir das mal an, Laval, Urteilsherrscher. Ja, das ist eine coole Karte. Ich fand das Laval-Thema ja ohnehin immer recht cool vom Design her, vor allen Dingen den Adler über dem brennenden Land, eine wunderschöne Karte und der Laval-Urteilsherrscher war tatsächlich einer meiner Lieblingskarten dieses Themas in Secret und noch sehr gut erhalten aus Hidden Arsenal 5. Für mich persönlich auch ein bisschen nostalgisch, weil mit diesem Set hat, abgesehen vom Star Pack 2013 oder 14, je nachdem wo die Bildschärfe drin war, weiß ich jetzt nicht mehr, aber abgesehen von diesem Pack ist das hier für mich das Pack, das meinen Wiedereinstieg eingeläutet hat. Denn nachdem ich mir ein paar dieser Star Packs gekauft habe und eigentlich nicht so begeistert davon war, wer hätte es gedacht, habe ich mich diesen Packs hier zugewendet, die es damals beim Müllermarkt für 1 Euro gab und ich habe mich damit eingedeckt. Ich habe mich damit ja so was von eingedeckt, Leute, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und diese Karte einfach wunderschön. Es gibt noch eine bessere, und zwar eine Synchro-Karte von denen, ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt, aber die hier finde ich auch mega, mega cool. Ist für mich so ein bisschen Semi-Nostalgie, wenn man so möchte. Ah, dann gehen wir hier mal ein bisschen weiter durch. Okay, unter Terror Höhlenkampf, ist wahrscheinlich auch eine Booster-Holo aus Raging Tempest gewesen. Kannst du es hier leider nicht so genau erkennen. Ein paar Gold-Sequels, ah, hier haben wir wieder Duelist-Saga-Stuff gehabt. Also hier ist sehr, sehr viel aus BLLR und aus Duelist da drin. Da haben wir wieder Pin. Pin finde ich auch nicht cool. Ah, und das ist der zweite. Das ist die andere Kampffest, die ich nicht so schön finde. Dart der Volltreffer, wollte ich fast sagen. Finde ich nicht cool, muss ich sagen. Die Monster ist zu klein, Monster ist zu schlicht, zu... Ja, wobei ich den noch schöner finde als ihn. Also er ist wirklich unterstes Level bei mir, was die Wespen angeht. Aber die anderen Wespen finde ich eigentlich alle relativ cool. Ja... Letzter Stapel. Auch sehr cool. Cosmo ist ja so ein bisschen Zauberer von Oz und Star Wars gemischt. Und diese Szene,
Jeder von euch, der Star Wars Fan ist, weiß es. Und ich bin ein riesen Star Wars Fan. Vor allen Dingen ein Fan der Prequels. Ja, eingefleischte Star Wars Fans werden jetzt die Stirn runzeln. Aber die dunkle Bedrohung war tatsächlich mein Lieblingsteil. Und mein Lieblingscharakter war Darth Maul. Und das ist er bis zum heutigen Tage. Und ich finde es schade, dass er so wenig Screentime hat. Und ich bin eigentlich lächelnd aus dem Solo-Film rausgegangen. Aber nur wegen dieser einen Szene. Den Rest fand ich wirklich total beschissen. Okay, und diese Szene, also das, was wir auf dem Bild sehen, ist definitiv das finale Battle zwischen Qui-Gon Jinn, Obi-Wan und Darth Maul. Nur halt eben hier mit anderen Charakteren, aber es ist wirklich eindeutig, woran diese Karte angelehnt ist. Das ist ein cooles Artwork. Dann haben wir die Cosmo-Stadt. Eine Karte, die ich tatsächlich als Rare cool finde. Als Gold Secret sieht sie auch nice aus. Und natürlich dann als Super Rare aus dem Astralpack, glaube ich. Mega cool. Oh, das ist eine ältere Karte. Ja, das sieht man noch im Zustand. Feuerritter. Schauen wir mal weiter, was wir hier noch so haben. Wir haben ein paar Gold Secrets. Oh, mega nice. Eisenkern von Kuai Kimairu. Aus Raging Battle. Mega cool. Dann haben wir das Kriegshilfenritual. Das ist wieder eine Karte, die ist, glaube ich, relativ modern tatsächlich. Wenn mich nicht alles täuscht und sieht auch tatsächlich relativ gut aus. Vorvorbereitung der Riten. Qual der Entscheidung. Ja, diese Karten mit den Pyjamas finde ich auch mal ganz lustig. Jetzt nicht unbedingt immer brutal hübsch, aber lustig. Dann haben wir hier mega cool Schrottsturm, eine ganz, ganz alte Super Rare aus Dref, wenn mich nicht alles täuscht. Aus dem Duelist Pack, mega nice. Zuflucht der Unterwäldler, wie sind die vom Zustand her? Die, exzellent, würde ich sagen. Ja, die ist exzellent, nehmen wir die nicht mehr. Dann haben wir hier Return Zombie aus dem Premium Pack, auch mega cool. Ach ja, die bodenlose Fallgrube. Da ist ja auch gespammt worden. Nochmal den Kristalldrachen. Crusader Maximus. Crusader sind ja auch ganz coole Karten. Crusader Magius hat ja auch den Reprint in dem Megapack 2019 bekommen. Ja, die neue Version vom Warsplünderer. Da finde ich den Originalen aber besser. Dann sehr cool Expressroid aus dem Structure Deck, müsste glaube ich gewesen sein damals. Stunde des Schicksals. Dann haben wir wieder so ein paar Booster-Holos. Ein paar garantierte Super Rares. Gishki Chain aus. Oh Gott. Wo kam die nochmal her? The Secret Forces, genau. Die gibt es auch im Hidden Arsenal, in Secret Rare. Mega cool. Das ist so eine Karte, ich weiß nicht. Ist das eine komplett neue Karte oder kam die irgendwie im Anime oder Manga vor? Keine Ahnung. Die kommt aus Dragons of Legends 3 und ich finde das Design einfach wundervoll. Einfach wundervoll. Erinnert so ein bisschen an so einen ägyptischen Djinn oder so. Finde ich mega cool einfach. Ja, auf hier dann nochmal Künstlerkumpel Ein und Hauen. Die finde ich jetzt nicht so prickelnd. Und zu guter Letzt nochmal King of Destiny. Ja, das dürfte es mit den Holos gewesen sein. Als Kartentrenner haben wir hier eine Erdenergie von den Pokémon-Karten. Und ja, mit den Commons machen wir es jetzt so. Das sind alles auch relativ moderne Commons. Das sieht man einfach daran, dass das hier oben alles schneeweiß ist. Also wenn das Oldschool-Commons sind, dann schieße ich mich auf den Mond, weil es gibt kaum Oldschool-Commons, auch die niemand sind, die so einen weißen und nicht abgegriffenen Rand haben. Also alte Karten, das sieht man einfach, wenn die so drin liegen. Und dementsprechend werde ich das Ganze jetzt mit einem Zeitraffer durchgehen. Sollten wieder erwarten, irgendwelche Highlights drin sein, dann werde ich natürlich rauslegen. Und am Ende gibt es natürlich ein Fazit, das ich jetzt übrigens auch neu einführen möchte. Immer am Ende einer Sammlung, beziehungsweise vor allen Dingen einer gespendeten Sammlung, gibt es ein Fazit. Da schätze ich so ein bisschen den Wert der Karten ein und ja, sag einfach ein paar Takte dazu. Ne? Also, legen wir los. Ich blende euch ein tolles Liedchen ein und ja, genießt es.
kommen wir zum Fazit. Wie bereits angekündigt, predicted, wie auch immer, waren hier jetzt keine großartigen, nennenswerten Highlights an und für sich, außer denen jetzt hier drin, wo man sagen könnte, die müssen wir jetzt rauslegen, weil die sind besonders wertvoll. Das ist das, was er angekündigt hat. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal einen Punkt ansprechen, den ihr euch vielleicht, wenn ihr Leute seid, die Yu-Gi-Oh! Speziell durch Werte definieren, mal überdenken solltet. Es spielt keine Rolle, ob diese Karten jetzt 30, 40, 50, 100 oder 2000 Euro wert sind oder nur 2 Cent. Es ist Kunst, es sind wunderschöne Karten und die Karten, die ich hier bekommen habe, sind absolut hilfreich. Sie machen mir viel Freude. Ich werde das jetzt alles schön sortieren und zum Beispiel solche Sachen hier wie Rote Übermacht sind wundervolle Artworks. Und was ich euch damit sagen will, ist, es kommt nicht immer darauf an, dass etwas wertvoll ist. Ich möchte auch keine Kommentare in dieser Richtung hören. Das hatte ich früher mal bei solchen Bulk-Sammlungen, die ich vorgestellt habe, die ich gezeigt habe, dass dann wirklich Kommentare kamen wie, ist ja nichts wert. Ja, die Masse macht es in dem Fall. Also zum einen ist der Wert vollkommen irrelevant. Ja, das spielt keine Rolle. Es ist wichtig, dass es Freude macht. Und darüber hinaus ist diese Sammlung meiner Schätzung nach, oder, nee, wisst ihr was, da kommen wir dann am Ende drauf. Auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt hier die Highlights, das sind eben speziell diese, diese sechs Ultimate Rare Blue Eyes White Dragons. Davon wird auch einer in den Community Binder wandern, das war von vornherein klar, das hat auch angekündigt, was anderes habe ich auch nicht erwartet. Und vom Wert her würde ich diese Sammlung, ich wage es kaum, ich bin da nämlich ganz schlecht drin. Ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich irgendwas drin ist, was vom Wert her über dem Euro oder so ist, was gerade vielleicht spielbar ist oder so, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Da sind vielleicht die Spieler, die wenigen Spieler auf meinem Kanal, die sich da auskennen, die mich halt auch verfolgen, gefragt, wenn ihr da was gesehen habt, wo ihr sagt, okay, das war vielleicht was wert, schreibt es in die Kommentare. Aber so nach meinem jetzigen Stand, nach meinem jetzigen Wissensstand sind möglicherweise, ich habe mal nachgeschaut, die beiden den einen oder anderen Euro wert, ansonsten allerdings eigentlich nichts, vielleicht auch die ein oder andere der etwas älteren Karten, die hier dabei waren. Aber ich persönlich würde das Ganze jetzt auf zwischen 50 und 70 Euro schätzen, was hier dabei war. Auch aufgrund der Masse, weil es wird bestimmt Karten geben, die so 30, 40 Cent wert sind. So, das ist aber nur eine Schätzung an sich. Also es ist auf jeden Fall eine wundervolle Sammlung, die mich extrem weiterbringt. Vielen Dank, lieber Felix, dass du so großzügig warst und mir das Ganze hier zugeschickt hast. Ich bin mir ziemlich sicher, hättest du das auf eBay verkauft, du hättest bestimmt den einen oder anderen brauchbaren Euro dafür bekommen. Der liebe Felix hat natürlich gesagt, ich glaube, der Wortlaut war, bevor sie es an irgendjemanden verkauft, der da bloß geiert und versucht, groß Plus zu machen, gibt das halt lieber mir, weil er weiß, dass ich es brauchen kann. Ist übrigens auch wirklich großartig, dass viele Leute so eine hohe Meinung von mir haben, was das angeht. Ich bin wirklich baff. Ich habe jetzt 2 Spendensammlungen bekommen. Die dritte wurde mir schon angekündigt vom lieben Sammler Chris, wohlgemerkt. Die sollte jetzt dann auch nächste Woche kommen. Und ja, ich bin platt. Vor allen Dingen hier die 6 Blue Eyes, mega krass. Auch die 3 aus Dusa und eine ganz andere Kram. Also ich habe viel zu sortieren. Die 3 signierten Karten, die schicke ich dir jetzt nächste Woche wahrscheinlich zurück. Danke für den frankierten Umschlag im Übrigen. Ich hätte es auch gezahlt, gar keine Frage. Und ja, wir sehen uns zu einem weiteren gespendeten Opening. Und bis dahin, Leute, macht's gut und haltet die Ohren steif.